Wir sind zurück, natürlich, beschäftigt mit unserem Pflügen. Muss ich ein bisschen grinsen, tut mir leid. Beschleunige das Ganze natürlich, obwohl ich da gerne zusehe. Also stört mich jetzt nicht wirklich. Und ja, die Damen sind fleißig. Fortschrittsbalken da oben. Das schaut relativ gut aus. Ich weiß zwar nicht, für was. Wow. Oh oh, zu niedrige Temperatur. 3 Grad ist ja nicht wirklich warm. Wir müssen aber hier sowieso erstmal. Aha. Die eine sagt, sie will nicht mehr, oder wie? Oder hat sie keine Energy mehr? Kann das sein, dass die müde ist? Das ist eine gute Frage. Wow, große Nachfragen gibt's. 4x Kühe verkaufen vor dem 3.8. 3600 Geld zu erhalten. Okay. Wie viele Kühe haben wir denn eigentlich? Zwar. Also, na. Ich hoffe aber, dass wir die Tiere züchten. Am 3.8. Am 3.8. Am 3.8. tatsächlich. Na, schauen wir mal. Wir haben erst im 4., im 5.4. Bis dorthin kann noch einiges passieren. Ich würde mal vorschauen, wir reparieren das, Freunde, dass die ein bisschen fitter sind oder so. Weil, vielleicht freut es dann quasi auch mehr oder vielleicht sind sie dann schnell erholt. Außerdem schaut es besser aus. Keine Frage, ne? Keine Frage. Schaut natürlich viel besser aus, wenn es repariert ist. Es dürfte der Energiebalken sein. Wir können das nochmal gegenchecken, ja. Oder? Doch, das ist die. Wie heißt das da? Wie sieht die aus da, ne? Die könnte man da verbessern, aber das machen wir später mal. So. Machen wir die Arbeit, müssen wir fertig machen. So, passt. Jetzt müssen wir das Ganze kultivieren. Könnte man. Ja, jetzt das mal manuell zuweisen. Auf Arbeiten drücken, könnte man natürlich auch wieder automatisch machen. Finde ich gut. Automatisches Arbeiten erleichtert mir das natürlich, wobei ich gleichzeitig dazu sagen muss, dass das sowieso relativ einfach gehalten ist. Also normalerweise habe ich immer ein bisschen Respekt, was so Strategiespielen, Wirtschaftsstrategie und so weiter oder Wirtschaftssimulation, weil man meistens ein bisschen Einarbeitung braucht. Ich muss gestehen, bis jetzt läuft es relativ gut. Temperaturtechnisch geht es bergauf und die ganzen Funktionen zu verstehen ist natürlich auch gut möglich. Ist gut möglich. Was macht der Kollege hier? Was ist denn hier los? Das ist ein Grasfeld. Was ist ein Grasfeld? Das ist eine Wiese, oder? Muss ja das irgendwie feucht ist, fruchtbar ist, kultiviert ist, Qualität ist hoch. Es passt. Ernten könnte man es, in Ballen könnte man es pressen, die Ballen könnte man sammeln lassen, vermutlich. Kuhmilch. Aha, drücke auf Shift, Ressource zu verlagern. Möchte das. Aber das ist die Milch. Preis ist am Steigen. Wir könnten hier schon zwar. Aha, okay, warte mal. Alles verkaufen. Wird mir 562, wie nennen sie denn die Währung in dem Spiel? Würde mich jetzt mega interessieren, muss ich ehrlicherweise gestehen, wie sie die Währung nennt. Ja, keine Ahnung. Kredit abzahlen haben wir natürlich nicht. Was? Um Zugang zu Krediten zu halten, musst du praktische Schulung für Verhandlungsfähigkeiten. Schulung Bankenwesen abschließen. Oh. Gibt es Ausbildungen zu absolvieren? Ein Jahres Landwirtschaftsakademie gibt es zu machen, Freunde. Was macht denn? Was ist denn hier los, Alter? Workshop für Obstbauern, Workshop für Imker, Landwirte, bla 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 bla. What? Gibt natürlich Vorteile. Was gibt es da für Vorteile? Vergrößerte Qualität und die Anzahl der Erträge um 10% und eröffnet Zugang zu Fachschulungen. Okay, krass. Ressourcen, Verkauf und so weiter.
Kampagne gibt es da eben die, wo wir gerade dabei sind. Die Nebenmissionen gibt es da. Das sind diese großen Nachfragen. Account-Geschichte. Da ist quasi alles, was wir so gemacht und geleistet haben. Grundstück kaufen. Möglich Land kaufen, die nur gegeben werden. Gebäude auf dem Bahnhof mindestens auf der Stufe 2. Okay, dann machen wir das auf Stufe 2. Nein, machen wir natürlich nicht auf Stufe 2. Gebäude sind und verbessert beschädigte Elemente, Wände und Türen, Zaun und Garten. Müssen wir da wahrscheinlich alles reparieren vorher? Ja, ist völlig egal. Haben wir jetzt, wollten wir sowieso nicht machen. Und da kommen weitere Einheiten Kuhmilch dazu. Der Kollege hier. Ich möchte aber gerne hier ausbauen bzw. reparieren den Stall. So, Feld ist kultiviert. Das ist gut. Dann würde ich mal sagen, da das Ganze düngen. Ja, ich bin da ein bisschen faul, ich mache da ganz gerne automatisch. Auswählen würde aber gerne Mist, den wir selbst produziert haben und der hoffentlich jetzt, okay, ist nicht ersichtlich, nur nicht. Kann man aber auch mit Maschinen, aber ja, dieses kleine Feld, das wäre doch der Witz des Jahrtausends, wenn man da jetzt quasi. Holst du jetzt im Mist drüber, mein Schatz? Scheinbar, oder? Jetzt merke ich gerade irgendwie, wie doof es das war, dass ich hier den Misthaufen am Arsch der Welt gemacht habe. Um das Ganze vielleicht ein bisschen zu entlasten, würde ich fast hier einen Zugang machen. Würde ich fast vielleicht, ich meine, da steht zumindest geschrieben, dass 80% schneller ist, wenn man das macht. Ja, man sieht es aber hier, da laufen es, flitzen es. Nur, eins muss ich schon sagen, also verkehrstechnisch und es ist relativ gefährlich hier. Also das muss ich schon sagen. Ich bin gespannt, wie groß das Ganze wird im Endeffekt. Wir haben im ersten Part von Hof Bergmann gesprochen. Ja, man Thüringen, weiß jetzt nicht, ob das jetzt Thüringen ist hier. Aber Fakt ist, die schießen hier durch. Da gehen meine Mitarbeiter mitten auf der Straße. Und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand heftigen. Da gibt es nicht einmal einen Gehsteig, beziehungsweise einen Zebrastreifen. Ich halte das für nicht gut. Also das so viel möchte ich jetzt hier mal. So, wie schaut's aus? Dünger das Feld. Ja, tu es. Was? Ach so, die sind wieder müde, Herbst. Okay. Kann ich natürlich verstehen, ist natürlich ein harter, anstrengender Tag. Und sie düngen das Feld. Oh, da speichert was automatisch. Bin ich aber auch nicht abgeneigt, muss ich ehrlicherweise gestehen. Automatisches Speichern ist bekanntlich die komfortabelste Form des Speicherns. Vor allen Dingen für jemanden wie mich. So, Mist steigt, ist gut, können wir Mist verkaufen. Oh, das ist abgeschlossen. Erfolgreich abgeschlossen. Ist die Musik ein bisschen zu leise? Kann das sein? Ich habe mir das ehrlich gesagt noch gar nicht genau. Ich habe gestern andere Kopfhörer aufgehabt. Ich möchte natürlich, dass ihr auch was hört von dem Spaß. Ja, natürlich auch ein bisschen beruhigend, nicht? Nicht nur meine Stimme ist beruhigend, Freunde. Heute geschlafen bis um 11.50 Uhr. Ich glaube, das habe ich richtig gebraucht. Wahnsinn, wie müde ich zwar dann war noch. Eine Stunde später quasi, habe ich ja noch in die Arbeit müssen. Aber gleichzeitig Wahnsinn, wie besser es mir jetzt geht. Also ich glaube, dieses Ausschlafen habe ich richtig gebraucht. So, kann man das hier gegen Insekten bespritzt, gegen Unkraut bespritzt, gegen Schimmel bespritzt. Ja und? Jetzt, was kann ich jetzt machen? Warten, oder was? Wächst langjährige Pflanze, verbleibend 9 Tage. 9 Tage kann ich hier ernten. So, jetzt wird's interessant. Wir müssen kaufen, Freunde. Schauen wir mal am Markt und schauen wir hier mal. Ja, sollten das ziemlich bald erledigen. Himbeeren würde ich ganz gerne. Aber kaufen 79. Hopsala. Ist ein richtig preiswert. Autohandel. Na, ah, scheiße. Na, das war nicht gut. Oh, shit. Ich glaube, das war nicht gut. Das, glaube ich, war nicht gut. Machen wir es automatisch. Drücken wir auf Arbeiten. Haben wir natürlich hier. Das ist so klug, wo ich bezweifle es. Wo haben wir unsere Erdbeersetzlinge? Jungs? Hallo? Haben wir jetzt gekauft oder haben wir nicht gekauft? Ach, wo ist denn das jetzt? Muss das erst geliefert werden? Ich hoffe, es muss erst geliefert werden.
Beziehungsweise, pass auf, kann das sein, dass im Lager wird geliefert? Ach, Freunde, es hätte dieses Spiel erfunden. Es war jetzt rein nur ins Schwarze geraten und da habe ich jetzt quasi schon. Oh, lol, nice. So stark, richtig cool, danke schön. Finde ich gut. Ich hab Spaß. Das gefällt mir echt gut, muss ich ehrlicherweise gestehen. So, da wieder könnte man Eret wäre ein Tipseln. Zack und los geht's. Jetzt haut's doch auf. Ist doof, muss ich schon ehrlich sagen. Das hätte man vielleicht ein bisschen enger beieinander, das Ganze, dass sie die Mitarbeiter, die laufen. Oh, das meine. Das ist gefährlich, hier über die Straße zu gehen. Ja, das hätte man vielleicht sicherlich ein bisschen klüger machen können, aber ganz ehrlich, Freunde. Es ist immer so, dass man nach dem ersten Mal vielleicht nicht am klügsten ist oder das erst probiert oder erst draufkommt im Laufe des Spielens, dass das vielleicht nicht klug war. Waren das jetzt 79 Einheiten? Ich hoffe einfach. Einpflanzung dauert an. Okay, das waren noch nicht 79 Einheiten, scheinbar. Wir haben hier aber nichts mehr drinnen, aber 374 Liter Kuhmilch, 405 Liter Kuhmilch. So, passt. Das ist aber jetzt erledigt. Nice. Felder bewässern, bis zu machen, musst du unweit der Felder einen Brunnen bauen, damit die Arbeiter Wasser schöpfen können. Wenn du dies gemacht hast, werden alle Werte auf den Feldern hoch sein. Das ist gut, denn das bedeutet, dass du nichts vernachlässigt hast. Wenn es dir gelingen sollte, diesen Zustand beizubehalten und die Pflanzen in dieser Zeit nicht erkranken, wirst du dich bald an einer reichen Ernte erfreuen können. Du musst einen Brunnen bauen und Felder bewässern. Das klingt nach einem wohlweislich gut überlegten Plan. Jetzt gilt es aber mal zu schauen, wo es hier einen Brunnen gibt oder sonstiges. Die Pumpe erlaubt es, den Zugang zum Wasser zu vergrößern, welches zur Bewässerung der Felder verwendet wird. Erlaubt es, den Zugang zum Wasser zu vergrößern, welches... War doch gar nicht so doof, hä? Wenn wir es daher bauen, haben wir es im Einzugsbereich. Perfekt, naja, können wir jetzt. Was bist du für Specht? Holt das Jagdgewehr raus. Wir haben hier schon die ersten. Oh, okay, der ist wieder weg. Die gießen per Hand. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Ah, die typisch grüne Gießkanne, die kennen wir und lieben wir. Das ist wirklich gut. Ja, das ist erledigt. Und wie schaut es da aus? Da war noch mal gießen. Automatisch. Arbeiten. Wieso kommt die zweite nicht her? Ist die nur hier beschäftigt? Na. Okay. Sie ist aber hier nicht beschäftigt. Ich kann jetzt während dieser Einblendung kann ich nichts drücken. In den letzten Jahren sind die Preise von Gärfutter in die Höhe gestiegen, weswegen der Viehzucht nicht mehr so rentiert. Wir haben bislang nie Gärfutter produziert. Deswegen musst du einen Lagerplatz für Gärfutter errichten. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Fang also jetzt schon einmal an. Dabei kannst du auch sofort den Stall reparieren, denn ansonsten hauen unsere Kühe durch die Löcher im Zaun ab. Verkaufe auch ein wenig Milch. Denn da hat sich was angesammelt. So, Lagerplatz für Gärfutter und dort bringen den Stall. Pass auf, Lagerplatz für Gärfutter ist die einfachste Übung. Das können wir theoretisch. Ist jetzt nicht der Ernst. Hallo? Oh, wer jetzt auf einmal da? So, Lagerplatz für Gärfutter bauen wir da herüben. Direkt. Oh, es tut mir immer leid, dass ich diese Bäume wegballer aus Versehen. Oder mehr oder weniger unabsichtlich. Ich werde aber gleich hier reparieren. Ist es reparieren? Und was ist das? Eine Maschinenhalle, oder? Ah, ist ein Stall. Samen und Setzlinge, Heu und Stroh und Gärfutter. Verstehe nicht. Wieso ist da drüben Gärfutter? Keine Zufahrtsstraße zu dem Gebäude. Okay, das ist dieses. Macht Sinn. Kommt die Musik ein bisschen bekannt vor? Kann das sein? Weiß egal. Oh, der Lagerplatz ist fertig. Du kannst du Gras in Gärfutter umwandeln. Sicherlich können unsere Kühe es kaum erwarten. Sie lieben es, wenn es schön saftig ist. Vergiss nicht, den Stall zu reparieren, damit das Stroh nicht nass wird. Ansonsten verschimmelt es und dann war es das auch. Produziere 2 Stück Gärfutter, reparieren Sie den Stall. Vorher müssen wir natürlich hier einen Weg basteln. Tatsächlich mache ich das so.
weil ich hier nicht einfach einen Strich wieder und nur einen Strich, nein, das möchte ich nicht. Wir müssen hier produzieren, es ist super toll, in 4 Tagen können wir das machen, wenn repariert ist. Freunde, mehr gibt es ja zu tun, jetzt zu dieser Zeit. Das heißt, ich speichere den Spaß und apropos Spaß, das macht wirklich Spaß, das Spiel. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann sagt mir das gerne. Ich würde mich sehr freuen über Bewertung bzw. Daumen oder Kommentar. Ansonsten bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss.